Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Wir haben das Outlaws Rush gewonnen und die haben wir gedacht, für heute machen wir hier einfach ein paar Speedzonen, damit wir das Spiel weiter abschließen können. Die erste hätten wir schon hier, die werden wir gleich mal versuchen. 306 km/h, kein Problem mit unserem neuen Auto. Ach ja, und wir haben ja noch eine Lieferung erhalten. Premium haben wir keine, aber zwei neue Basislieferungen. Mal sehen, was wir da bekommen. Ja, Geld, 5000, nicht viel, Teile drucken. Ja, nehmen wir gerne. Und dann haben wir Rosa Qualm für Teile drucken und 20.000. Nehmen wir natürlich auch gerne. So, dann fangen wir mal hier an. Und 306 km/h brauchen wir. Mal sehen, ob wir das gleich beim ersten Mal schaffen. Ne, leider nicht. Aber egal. Wie weit können wir denn hier springen? Ja, Taylor, das sehen wir. 245 Meter. So, dann wieder zurück. Wo war denn jetzt die Straße? Ach, hier. So, mal sehen, dass wir da gut reinkommen. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Müsste sich ausgehen, ganz knapp nur, aber wir haben es geschafft. Dann, wo haben wir denn die nächste? Ja, hier. Wie weit geht die? Ah. So, dann würde ich mal sagen, wir machen hier weiter. Wir wollen ja natürlich das Spiel so gut es geht abschließen. Also sollten wir da ruhig weitermachen ein bisschen. Und ich werde vielleicht auch zwischendurch mal so weiterspielen, damit wir uns ein paar neue Autos leisten können. Und wir ein wenig mehr Geld bekommen. Ist natürlich für euch auch ein bisschen langweilig, die ganze Zeit mit den gleichen Autos herumzufahren. Deswegen sollte ja auch ein wenig Abwechslung reinkommen. Deshalb habe ich mir gedacht, es kommt jetzt in nächster Zeit nur mal eine Folge in der Woche und das ist dann sonntags. Ich glaube, das geht so in Ordnung. So, warum haben wir... Hä? Was? km/h. Naja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Dann geht's hier weiter. Das, was wir jetzt nicht gleich auf Anhieb schaffen, das können wir ja dann nächstes Mal mit einem anderen Auto versuchen oder so. Und das werden wir dann noch sehen, wie ich so gerade drauf Lust habe. Einen Stern sollten wir haben. Wenn wir einen Stern von dieser Richtung noch schaffen, dann versuchen wir es halt von der anderen Seite. Zwei Sterne wären natürlich schon schön. Oder Leute? Bestimmt, zwei Sterne sind schöner als wie einer, deswegen dann halt nochmal von der anderen Seite. 250, ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, was haben wir denn hier noch? Da sollten auch zwei Sterne drinnen sein. Sollten Leute, nicht muss.
dann halt wieder ein Stückchen zurückfahren. Mal schauen und mal sehen, dass wir so viele Sterne wie möglich irgendwo bekommen können. Sollte ja auch noch Spaß machen. Bei 182 schaffen wir hier nie im Leben. Wenn wir jetzt erst 230 haben. So. Was schaffen wir denn hier? Es wären nur 10 km/h sind locker drinnen. Boah. Das war jetzt knapp. So, so. Es wären nur 10 km/h locker geschafft. Was hätten wir denn für 3 Sterne hier gebraucht? Okay, hier steht nicht da. Was wäre hier für 3 Sterne nötig? Hä? Warum zählt das jetzt noch nicht? Verstehe ich irgendwie nicht. Achso, nächster Stern 234. Müsste eigentlich auch leicht drinnen sein. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt nochmal. Da um die Kurve kommen wir sowieso nicht so schnell rum. Ich glaube, wäre uns das Auto hier nicht entgegengekommen, hätten wir es geschafft. Komm, Taylor. Ah, immer dieser Gegenverkehr. Das wäre cool, wenn bei den Zonen der Gegenverkehr einfach so ausgeblendet werden würde wie bei Forza. Naja, schaffen wir jetzt so nicht mehr. Das wollte ich natürlich nicht. Das sollte euch hoffentlich klar sein, dass das nicht gewollt war. Aber egal, wir müssen so in die Richtung Stadt. In der Stadt haben wir, glaube ich, noch genug Sound zum Einsammeln. So. Ja. So. Aber dass immer ein Auto entgegenkommen muss, ist nicht besonders cool. Naja, ist halt so, kann man nichts machen. Da soll ich es nochmal versuchen. Ich glaube, ich versuche es einfach nochmal. Einmal geht schon noch. Und dann wäre cool, wenn da einmal kein Gegenverkehr oder so kommen würde. Oder generell ein bisschen weniger Verkehr wäre. So, ah Mann. Haben wir jetzt voll auf die Geschwindigkeit konzentriert. Nicht mal geschaut, ob da irgendwer kommt oder so. Naja, oft geht's halt so. Ich glaube, jedes Mal, wo ich es jetzt neu probiere, wird es nur immer schlechter statt besser. Aber nicht so schlimm.
Komm rüber da. Oh. Könnte klappen. Und geschafft, Leute. Genau auf den KMH genau. 234 wollten die und genau 234 haben wir geschafft. So, da haben wir einen Blitzer. Nächster Stand ist bei 218. Sollten wir auch gleich beim ersten Mal schaffen. Wie schnell wollen die denn für 3 Sterne haben? Ich meine, dass es immer so lange dauert zum Aktualisieren hier. Aber rein theoretisch brauche ich nur mit Vollspeed da geradeaus zurückfahren. Hä? Achso, das war der. 282. Ja, dann versuchen wir es halt mal. So. Einfach voll Nitro und geradeaus. Nö, leider nicht. Egal. Aber haben wir jetzt einen anderen Blitzer geschafft? Den hier? Achso, das ist wieder eine Zone. Ja, die versuchen wir auch gleich mal. Umdrehen hier, bitte, danke. Natürlich sehen, dass wir hier ein bisschen schneller rankommen. Dann sollte es ja kein Problem sein, die 226 zu schaffen. So. Ach, verdammt, das Auto hier wieder. Und? Ja, nee, war klar, dass du da hier abbiegst. Das hier wird natürlich nichts mehr werden. Nicht einmal 226 schaffen wir hier. So hast recht nicht. Nee, so kann es nicht weitergehen, Leute. Ja, ist ein bisschen wenig. Dann halt nochmal umdrehen und nochmal von vorne. So. Dann mal sehen, was hier geht. Man nicht einmal 226 geschafft. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von mir. Naja, egal, wir holen uns jetzt mal den Chip hier. Den Chip holen wir uns. So. Wo ist er denn? Ich muss da irgendwie runterkommen. Hab zwar noch keine Ahnung wie. Aber ich brauche mir ja eigentlich nur im Wegpunkt hier hinsetzen. Zumindest auf der Straße. Muss jetzt wirklich da ganz rum? Geht da nicht. Geht da nicht irgendwie anders runter? Doch, hier geht's hier runter.
Ah, da sind wir, glaube ich, an der Stelle, wo wir das Rennen mit den anderen Typen gefahren sind. Wie hieß der nochmal? Holzmann oder Holzmann? Mal sehen, ob wir den Chip hier erwischen können. Ne, zu schnell. Etwas zu schnell gewesen. Dann halt nochmal. So, so. Dann hier bitte umdrehen. Und dann nochmals von vorne. Jetzt vielleicht. Schon wieder zu schnell. Also wie langsam muss ich denn hier denn dann bitte springen? Anscheinend ziemlich langsam. Jetzt haben wir ihn aber. So, dann ist der nächste Blitzer ist hier. Und die braucht er eigentlich nur irgendwie so gerade runterfahren. Dann sollte das ja klappen. Oder Leute, was glaubt ihr? Glaube schon. So, so. Und hier rechts. Hier wieder rechts. Und hier dann wieder links abbiegen. Ah. Achso, ich fahr jetzt so in die falsche Richtung. Und dann drehen wir hier halt wieder um. Hier wieder zurück, dann sind wir richtig. So, das hätten wir. 3 Sterne, das ist cool. Genau das wollen wir. Dann haben wir hier, das wird wohl die gleiche sein, oder? In die andere Richtung, 178, ja, das ist bestimmt die gleiche. Dann hier brauchen wir 42. Wir versuchen es mal von da oben. Ich glaube, dass es von der anderen Seite besser funktioniert. So, dann probieren wir mal die. Die andere können wir dann gleich mitnehmen. So. Welche Sterne haben wir schon mal? Sorry. Sorry, sorry, sorry. So, wie schnell müssen wir denn hier sein? 322. Ja. Dass ich da gegen den Gegenverkehr fahren muss, gefällt mir zwar nicht so, aber konzentrieren. Ja, trotzdem geschafft.
Und dann die da noch. Nee, eine kam halt zu langsam. Ach komm. Aber egal, das versuchen wir nochmal. Muss doch irgendwie klappen. Muss. Einfach schön hier auf der Spur bleiben. Und dann sollte es ja klappen. Wer hat 90 und geschafft. Wo geht es dann hier weiter? Ist das auf der Autobahn? Ja, aber sollten wir auch schaffen. Sollten wir schaffen. Ja, gut so. Okay, so ist nicht gut. Ne, ist doch gar nicht die Autobahn, aber da geht es immer gerade schön. Immer schön geradeaus. In der Mitte haben wir genug Platz zum Fahren. Und der Schwung muss rein. So, so. Hier geht es nur mal geradeaus. Dann nehmen wir halt von der anderen Seite Schwung, damit wir die drei Sterne hier schaffen. 242. Was geht, Eastside? Wer will sich mit mir anlegen? War nicht gut. Ach man, hätte so leicht sein können. Komm, stell dich wieder auf. Aber wisst ihr was, Leute, den Stern da nehme ich noch mit. Braucht er eh nur geradeaus fahren. Hier vielleicht dann etwas schneller rum. Dann sollte es ja kein Problem sein. Das sollte hinhauen. Sollte aber, muss nicht. Aber ich hoffe es mal. Reicht das gleich für drei Sterne? Nee, für drei reicht das nicht. Ach man, komm. Den Blitzer möchte ich jetzt noch schaffen. Wer haust da? Immer so blöd im Weg herumstellen, diese Fahrzeuge hier. Hier ist ein Coca-Cola-Truck, oder? Ist das ein Coca-Cola-Truck? Ja. Den Blitzer schaffen wir jetzt noch. 359. Und vielleicht schaffen wir die andere Blitzerzone da hinten auch gleich noch. Wir werden sehen. Sollte normal nicht so das Problem sein, außer man konzentriert sich wieder auf andere Sachen, so wie ich. Nächster Stand 298. Okay, da brauchen wir ein bisschen mehr Schwung, würde ich sagen. So, das müsste reichen. Nitro haben wir ja auch noch.
Die Kreuzung ist. Billionaires Row. Hier kriegt das Haus den Leuten ihr Geld ab und wird immer reicher. Und geschafft. So Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute wieder. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch einfach ein Abo hier oder ein Like oder sonst irgendwas. Danke fürs Zusehen. Tschüss.